Ja, hallo ihr lieben Borussia-Fans, richtig, richtig gut, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, ich bin nicht mehr in Berlin, ich bin jetzt im Westerwald, bei mir zu Hause, bei meinen Eltern. Hier bin ich jetzt das Wochenende, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute mal die Aufnahme im Grün. Und ja, ich kann auch nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank für all die Kommentare, all die Abos und all die Likes. Wenn wir richtig gut sind, schaffen wir heute die 1000, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Deswegen habe ich mir auch was überlegt. Man kann immer viel sagen, dass man eine geile Community hat. Aber heute gibt es ein kleines Gewinnspiel. Das am Ende. Deswegen bleibt dran. Einer von euch wird es gewinnen. Das schöne 120-Jahr-Trikot, das ich heute verlosen werde. Ja, also gebt heute nochmal richtig Gas. Viele Daumen nach oben. Viele Abos. Und dann schaffen wir heute die 1000. Sind, glaube ich, nur noch knapp 100. Wenn ihr es viel teilt, viel liked, dann schaffen wir das heute. Und ja, ich würde sagen, starten wir rein. Was haben wir heute eigentlich? Mittwoch, ne? Ja, heute ist Mittwoch. Perfekt. Also, was haben wir heute für Themen? Einmal wollte ich überhaupt mein Statement nochmal zu Roland Wirkus loswerden. Ja, wie ihr wisst, ich bin eigentlich ein großer Fan von Roland Wirkus. Gut, in der Trainerfrage hat er für mich halt ja erstmal auch Glück gehabt. Ich glaube, wenn der Favre gekommen wäre, dann hätten wir nicht so einen Hype gehabt, wie den wir jetzt haben. Also ich glaube, fast jeder Markenfavre, jeder ist gut auf den Favre zu sprechen, der bringt neuen Schwung rein. Ich glaube, wenn der Favre da wäre, wäre das halt so, okay, wieder was Altes. Wir holen wieder was Altes zurück. Ich glaube, dann hätten wir den Esprit jetzt nicht. Da hatte der Wirkus in der Trainerentscheidung auch wirklich Glück, dass der Favre gesagt hat, glaube ich, er macht es nicht. Ja, manchmal wirkt er in Interviews halt nicht so überzeugend, das kritisieren auch viele, aber das muss er halt für mich auch nicht. Ne? Für mich wirkt der Wirkus wirklich so, als hat er den Laden im Griff. Ne? Gibt er klare Vorgaben, so und so läuft das. Und ich glaube, mit dem Farke kann das auch ein richtig gutes Team werden. Und ihr müsst euch mal überlegen, der ist im Jahr 1990 zu Gladbach gekommen. Also der war vorher bei Odenkirchen. Und dann ist er 1990 nach Gladbach gekommen, hat diverse U-Mannschaften trainiert und ist seit 2008 Nachwuchskoordinator gewesen. Und ja, also wenn sich einer auskennt, dann er. Ne? Und wir wollen auf junge Talente setzen. Und warum dann nicht einen Nachwuchskoordinator als Sportmanager einstellen, zusammen mit Corell, der eh immer noch da ist. Also ich finde die Lösung super. Und deswegen wollte ich auch nochmal mein Statement zu Wirkus loswerden. Ja, also für mich ist Wirkus echt ein guter Mann und genau der Richtige zur richtigen Zeit. Aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Genau, dann haben wir heute auf jeden Fall ein zweites Angebot für Embolo gehabt. 15 Millionen jetzt, also der wird gehen, da bin ich mir zu 100% sicher. Die Kohle werden wir uns nicht entgehen lassen und werden dafür wahrscheinlich einen neuen Spieler holen. Ich zeige euch nämlich gleich auch, haben sich viele gewünscht, mal meine Wunschtransfers für dieses Jahr. Das wird gleich kommen, aber erst noch Kramer hat gesagt, Reset-Knopf drücken war wichtig, weil wirklich viel falsch gelaufen ist. Er lobt den Trainer wirklich in höchsten Tönen und freut sich auf die Stimmung im Stadion. Ihm hat es halt nicht gefallen, dass die Stimmung so gekippt ist. Für ihn ist die Stimmung alles. Und ich glaube auch, also, dass der Kramer auch noch eine gute und leitende Rolle nächstes Jahr spielen kann. Ne? Vielleicht auch auf der 6. Gucken wir mal. Also Kramer würde ich nie abschreiben. Vielleicht läuft er auch einem auf der 6 den Rang ab. Ne? Also Itakura ist für mich dann auch nicht immer gesetzt. Wenn der Kramer sich reinbeißt und auf dem Platz so spielt, wie er es in Interviews vorgibt, dann kann das echt was Gutes werden. Und also meine Wunschtransfers stelle ich euch jetzt mal ganz kurz vor. Erstmal danke an Lukas, der hat mir gesagt, ich kann eine Szene einblenden bei OBS, also das ist das Programm, was ich nutze. Aber das habe ich jetzt für den heutigen Stream noch nicht gemacht. Aber Lukas, ich verspreche dir, das kommt. Heute ziehe ich mich nochmal klein. Beim nächsten Mal wird es da eine Szene geben. Ich blende euch heute die Spiele ein. Das haben sich auch viele gewünscht, dass ich euch die Spiele einblende. Das werde ich im Nachgang auch tun. Klar, Sommer wird wahrscheinlich bleiben, ist auch heute im Trainingslager angekommen. Deswegen ist er für mich gesetzt. Ich baue jetzt meine Wunschtransfers hier ein. Auf der linken Verteidigerposition werde ich auf jeden Fall schon einen Transfer setzen. Der ist tatsächlich in den Kommentaren, die ihr zu Transfers abgegeben habt, ich glaube, einmal gekommen. Für mich, Philipp Max, blende ich euch jetzt hier ein, von Eindhoven tatsächlich.
Also das wäre für mich noch ein deutliches Upgrade zu Luka Netz, ein gestandener Bundesligaspieler, der einfach auch die Flanken reinballern kann in die Mitte. Und das wäre für mich eigentlich ein absoluter Traum. Also Philipp Max auf der linken Seite, der da ordentlich Druck macht, wäre für mich ein Traum. Wie gesagt, bei der Innenverteidigung für mich steht die. Friedrich und Elvedi auf der Innenverteidigerposition, die sind für mich eigentlich immer noch gesetzt. Wie gesagt, auch wenn das viele kritisch sehen, ich bin immer noch bei rechts mit Skelly. Und warum Max? Also ich glaube halt, dass Benzebaini gehen wird. Deswegen habe ich Max als Option für Benzebaini geholt. Jan Sommer, glaube ich, dass er bleibt. Sonst hätte ich Bernd Leno vorgeschlagen. Den wollte ich eigentlich als Ex-Leverkusener nicht nennen. Bernd Leno wäre für mich eine kostengünstige Alternative, falls Sommer noch geht. Solider Keeper. Ist bei Arsenal nur noch auf der Bank. Ich glaube, den könnte man für einen schmalen Taler haben. Könnt ihr mal sagen, was ihr von Bernd Leno haltet? Dann auf der 6, da bleibt für mich alles gleich. Trotzdem, egal wer kommt, wer geht, das ist für mich noch Kone und Itakura. Jetzt habe ich tatsächlich, wenn Embolo wird gehen, der Name ist im Chat tatsächlich auch schon gefallen. Gebe ich mal die 9. Zirkzee, also der Ex-Bayern-Spieler. Joshua Zirkzee. War in Anderlecht, glaube ich. Und für mich wäre das ein absoluter, ist noch ein junger Spieler. Entwicklungsfähig, groß, kopfballstark, den vorne rein. Fände ich mega, das ist ein mega, mega spannendes Projekt. Muss man halt gucken, ne? Wenn man die 15 Millionen, die wir für Embolo bekommen, reinvestieren, dann könnte man den Jungen auf jeden Fall holen. Rechts, falls einer von Thuram und Plea gehen sollte, hat mich gewundert, dass der Name tatsächlich gar nicht aufgetaucht ist in den Kommentaren. Jungs, da war ich ein bisschen enttäuscht. Viele denken immer Ciolis von Norwich, aber ich finde Rashica, der Ex-Bremer, der kennt die Bundesliga, ist super schnell und wenn er Bock hat, glaube ich, wäre er für uns auf der rechten Seite eine krasse Bereicherung. Also ich finde Rashica, wenn wir den bekommen von Norwich, der ist relativ günstig und er war auch schon mit Schalke im Gespräch, fände ich Rashica eine super Ergänzung. Und links würde ich dann, wenn Plea geht, ich hoffe, dass Thuram bleibt, weil der Junge macht echt einen glücklichen Eindruck aktuell. Dann hätten wir hier Thuram und auf der 10 würde ich dann mit Neuhaus gehen. Und das wäre dann meine 11. Wie gesagt, ich würde, wenn Embolo geht, würde ich versuchen, Zirkzee zu holen. Wenn einer vom Player über das Thuram geht, würde ich versuchen, Rashica zu holen. Finde ich tatsächlich noch besser als Ciolis. Und wenn Benzebaini geht, also das ist mein absoluter Top-Pick, Max von Eindhoven. Wenn wir den bekommen könnten, geile Flanken mit links, das wäre für mich schon ein Traum. Also könnt ihr mal eure Meinung sagen, wie ihr das seht, wie seht ihr Rashica, Zirkzee und Max und vielleicht Bernd Leno, könnt ihr mal reinschreiben. Ich finde die beiden Jungs top. Wie gesagt, heute gab es nicht viele News. Ich werde auch morgen keinen Stream machen. Morgen werde ich mich mal auf eure Kommentare konzentrieren. Ist noch ganz wichtig, wegen Gewinnspiel gleich. Und heute kam ich nicht mehr dazu, alle zu beantworten. Morgen werde ich dann Kommentare wieder beantworten. Also gerne auch wieder kommentieren heute. Und bevor ich zum Gewinnspiel komme, wollte ich euch noch kurz ein paar Bilder vom Trainingslager zeigen. Die Jungs sind da ja angekommen, machen ja einen super glücklichen Eindruck, aber ich habe ein Bild entdeckt. Das hier. Fällt euch was auf? Der Friedrich, Muffin in der Hand und die Klöten auch in der Hand. Was stimmt mit dem nicht? Aber die Jungs machen einen glücklichen Eindruck. Das wollte ich euch noch zeigen. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Ja, Lukas, ich glaube, ich muss die Szene machen. Wie du siehst, komme ich hier gar nicht zurecht. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Da ihr mich so krass supportet habt die letzten Tage, ich bin ja erst 7 Tage wirklich live mit YouTube, habe ich mir überlegt, dass ich einem von euch so ein Original-Trikot, wie ich es jetzt auch anhab,
vermache. Ich habe noch eins übrig tatsächlich. Leider nur in Größe S, aber original verpackt. Ja. Also kann man sich auch aufhängen, wenn es nur in Größe S ist. Ja, das Original ist sogar noch das Schildchen dran. In Größe S. Borussia hinten drauf, 120 Jahre Trikot. Genau. Und das werde ich unter allen Kommentaren, unter einem, der heute kommentiert, wird das gewinnen. Den suche ich im nächste Woche aus. In einem Stream, vielleicht auch in einem Livestream, gehe ich mit euch rein und werde dann den Gewinner aussuchen. Und dann kriegt ihr das von mir nicht zugeschickt. Also, nochmal recht herzlichen Dank. Also, ich habe auch, ja, Papa, ich bin hier am Aufnehmen, hier gucken 1000 Leute zu. und ja, also teilweise herzberührende Kommentare. Das hat mich wirklich gefreut, auch dass Leute mich sympathisch finden. Das passiert mir im Privatleben auf der Straße eigentlich selten, dass mich ja, Leute oder Frauen manchmal, also Frauen schon, aber jetzt auch nicht so oft. Aber vielen Dank, das schmeichelt mir. Und ja, also wie gesagt, ihr könnt das Trikot gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, einfach kommentieren. Und nächste Woche wird der Gewinner dann gekrönt. Ich hoffe, wir kriegen heute die 1000 voll. Also gebt Gas. Viel Glück beim Gewinnspiel. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns Freitag wieder. Morgen werden Kommentare ordentlich beantwortet. Und macht's gut. Ciao.